Hallo und herzlich willkommen zurück bei Risen 3 Titan Lords. Ich kann es einfach nicht sein lassen. Ich bin am Suchten im Moment. Ich finde es gerade so spannend, dass ich einfach nicht aufhören kann. Das ist jetzt quasi der 13. Part am Stück. Und ich bin trotzdem noch nicht müde irgendwie. Das ist normalerweise nach so 10 fängt es halt wirklich langsam an, echt anstrengend zu werden. Weil 10 Stück heißt ja mindestens 2,5 Stunden. Eher mehr als 2,5 Stunden. Aber dann zeig ich mal was. Ah. Ist nicht schlecht, was der Mann macht. Na komm, zeig mal was. Na komm. Und hi happen. Hungerhaar. Er wirft immer 3 Stück, holt aber nur 2 Stück wieder raus. Ist auch witzig, ne? So, wir quatschen ihn mal an. Vielleicht können wir da mitspielen. Noch so ein Grünschnabel im Lager. Oder die hässlichste Hafenhure, die mir je begegnet ist. Alter, du kriegst gleich Hafenhure. Du hast keine Ahnung, mit wem du gerade Streit suchst. Dann klär mich mal auf. Ich bin der Sohn des legendären Piratenkapitäns Stahlbart. Das reicht mir schon. Dann kann ich das kleine Spiel ja beenden. Spiel? Was für ein Spiel? Information. Darum ging es mir die ganze Zeit. Ich habe dich provoziert und daraufhin hast du etwas von dir preisgegeben, mein einfältiger Freund. Ich glaube, der braucht eine kleine Abweibung. Wen nennst du hier einfältig? Hast du mir nicht zugehört? Du hast dich ja schon wieder provozieren lassen. Ich glaube, du musst noch um einiges gerissener werden. Bloße Muskelkraft reicht zum Überleben nicht. Ich denke, für heute hast du erstmal genug gelernt. Ich mag den Typen nicht. Wobei er eigentlich recht hat mit seiner Aussage. Wir sollten uns mal was anziehen hier. Lecker Nietenhose. Und das war's. Nein, wir wollten den blauen Mantel an. Ja, guck mal, ich sehe mal nicht mehr so scheiße aus. Naja, gut. Schon. Aber egal, wir sehen jetzt mal auf jeden Fall anders aus. Und allein das finde ich schon gut. Den Eidstahl. Minus 10 auf Taschendiebstahl, was nicht so geil ist. Aber Schlösser knacken. 10. Achso, ne, das ist plus 0. Runenmagie, Astralsicht und Kugelsicher plus 5. Das Ding ist relativ gut. Na, wir lassen es aber trotzdem mal sein. Ring, haben wir keine Alternative. O-Ring, naja. Wissen wir noch nicht so genau. Den Offiziersding würde ich ja tatsächlich ganz gerne mittlerweile mal benutzen, aber irgendwie, naja. Okay, Wells, lass uns Messer werfen. Lass uns Messer werfen. Alles klar. Ich bin zwar noch nicht so trainiert, aber für dich wird es sicher reichen. Alles klar, los geht's. Cool, Minigame. So. Erziele mehr Punkte als dein Gegner. Okay. Boah, wie geht denn das jetzt? 1, 2. Ich denke, ich sollte nicht volle Pulle machen. Nice. Ich glaube, der wirft immer nur auf die Mitte. Nein, er hat auch auf die 3 geworfen. So, ich versuche mal die 5 zu erwischen. Scheiße. So ein Mist aber auch. Alter, hat der die 4 erwischt? Das gibt's ja wohl nicht. Jetzt muss ich mich aber ein bisschen anstrengen. Oh Gott, das ist viel zu feste.
Aber egal, 3 Punkte sind 3 Punkte, damit haben wir Gleichstand. Damit ist er bei 10 Punkten. Das sollte eigentlich machbar sein. Okay, die 5 ist jetzt eigentlich in einer guten Position. Okay, gut wäre es jetzt wahrscheinlich, wenn ich die Mitte treffe. Oh Gott, zu feste. Viel zu feste. Oh. Scheiße, ich glaube, das war es jetzt. Egal, ich werde das Spielchen so lange machen, bis ich das geschafft habe. Was dematerialisiert sich denn da? Alter, übertreib doch mal bitte. Das sind 3 Punkte. Oh. Ich denke, du musst noch einiges lernen. Ich denke auch. Dein Auge kennt bereits das Ziel. Also konzentrier dich nicht auf dein Messer. Ein Apfel ist das, der da so ein bisschen rumliegt. Ich will das aber gerne nochmal machen. Ich finde das irgendwie recht geckig. Lass uns Messer werfen. Lass uns Messer werfen. Alles klar. Alles klar. Los geht's. Dann wollen wir mal. Der fängt natürlich direkt mit 4 Punkten an. Total nett. Versuchen wir es mal mit... dem hier. Das sind 5 Punkte. Sehr schön. 2. Das ist super. Die 5 ist an einer relativ guten Stelle. Yay, 10 Punkte, das ist ganz gut. Wenn er jetzt nicht anfängt, auch 5er zu werfen, dann sieht das eigentlich ganz gut aus. Eiskalt daneben, so lieb ich das. Wieso drückst du jetzt mir eigentlich keinen Kommentar rein? Sag mal, hätte er verdient. Da ist die 5. Nein, viel zu feste. Ah, immerhin 2 Punkte. Musste ja passieren. So, Didi, dann mach mal was. Und mach bitte keine 5. Eine 1 ist in Ordnung. Ich glaube, wenn ich jetzt eine relativ gute Zahl werfe... egal, es ist egal, was ich jetzt werfe. Es sei denn, ich werfe daneben. Denn selbst... er hat jetzt nur noch einen Wurf. Wenn er eine 5 macht, was ja das Maximum ist, ist er auch bei 12. Das wäre Gleichstand. Und wenn ich jetzt wenigstens noch irgendwas treffe... dann... ah, gut. 1, jetzt habe ich es auf jeden Fall... jetzt kann er machen, was er will. Er wird jetzt wahrscheinlich aus Protest eine 5 machen. Oder daneben werfen. Naja, eine 3. Damit haben wir es auf jeden Fall geschafft, egal was wir jetzt machen. Eine 5 wäre natürlich jetzt zum Abschluss eine schöne Sache. Aber eine... oh, die war aber knapp, die 2. Ich habe übrigens gewonnen. Und jetzt kriege ich was? Ich bin beeindruckt. Wir haben zwar nicht um Gold gewettet, aber hier. Nimm das. Wer so einen Wurf drauf hat, soll nicht mit leeren Taschen gehen. Das ist nett von dir. Es ist die Frage, ob... na egal, wir fragen jetzt erstmal weiter. Wir haben genug gespielt. Jetzt erstmal die halbe Folge. Jetzt einfach mal mit dem Messerwerfen vertrödelt. Warum hast du dich denn... vertrödeln wir die andere Hälfte mal mit Dialogen. Nun, einerseits, weil man sich einreden kann, hier sicher zu sein. Aber der eigentliche Grund ist, dass man ein Dach über dem Kopf hat und nicht hungern muss. Klingst ja nicht sehr überzeugt. Egal wie wichtig die Förderung der Kristalle auch sein mag. Keine Lust, dass mein Arsch in den Minen verheizt wird. Darum lautet mein Motto, Kopf unten halten, dann lässt sich's hier leben. Wozu benötigt jemand wie du Informationen? Liegt das nicht auf der Hand? Informationen sind kostbar. Manche können ganze Kriege entscheiden. Darum kann man einen Batzen Gold beiseite schaffen, wenn man die Ohren offen hält. Du bist also reich. Ich wäre es bestimmt nicht mehr, wenn ich es dir verraten würde. Pausiere niemals mit den Früchten deiner Arbeit. Alte Gossenweisheit. Okay, du bist reich. Was für Informationen hast du anzubieten? Da du nicht in unseren Wachdienst eingeteilt bist oder die Lagerlisten führst, habe ich eher wenig für dich. Natürlich gibt es bei den Kuttenträgern was zu holen, aber darauf wärst du auch allein gekommen. Nein,
Ich habe für dich ein anderes Angebot im Sinn. Mach ein paar Goldmünzen locker und ich bring dir ein paar Tricks bei. Was muss ich über das Lager wissen? Du erwartest von mir doch jetzt keinen Vortrag, oder? Doch, nein. Genau das. Gut. Schade. Denn ich denke, das meiste wirst du eh selbst rausfinden. Was ich dir allerdings empfehlen kann, ist ab und an einen Blick in das Hinterzimmer der Taverne zu werfen. Dort wirst du hin und wieder jemanden antreffen, mit dem du um die Wette trinken kannst. Wer lässt sich hier auf ein Trinkspiel ein? Hier rennen schon ein paar Saufnasen rum. Halt einfach die Augen offen. Wenn du wirklich deine Trinkfestigkeit beweisen willst, dann gibt es nur einen Weg. Sobald jemand mit der Buddel in der Hand im Hinterzimmer der Taverne steht, fordere ihn heraus. Die bessere Leber gewinnt. Gut, dann gucken wir mal, was er uns beibringen kann. Was willst du wissen? Äffchen kann man einen geschickten Dieb machen. Damit kämen wir eventuell oben an die Pflanze dran. Weil da rennt nämlich ein Äffchen rum. Tausend Gold will er dafür. Zeig mir, wie ich einen Affen trainiere. Stell dir einfach vor, dass der Affe wie dein verlängerter Arm ist. Behandle ihn dementsprechend und lass ihn nur Dinge tun, die du auch tun würdest. Dann wird er dir gehorchen und du wirst reiche Beute einfahren. Alles klar? Ich denke schon. Questerfolg, finde das epische Affensäckchen. Was? Wie viel Gold haben wir denn jetzt gerade? Würde mich mal interessieren, dann könnte ich in Erwägung ziehen, das Mut antrinken auch noch zu nehmen. Ja, 2100 haben wir noch, dann will ich das auch noch lernen. Was kannst du mir beibringen? Was willst du wissen? Mut antrinken lernen. Ich möchte, dass die Wirkung von Schmerztötern länger anhält. Für das nötige Kleingeld? Na klar. So, haben wir hier erstmal alles gelernt. Ein Cox, ein Kadett und ein Kadett und ein Kadett und kein Kadett. Wir gehen mal jetzt ganz kurz in die Taverne. Vielleicht haben wir gerade Glück. Und es ist jemand zugegen, der... Roderich, willst du zufälligerweise Arm drücken? Scheinbar will er das. Lass uns eine Runde drücken. Na schön, wir können ein paar Runden trainieren. Aber am liebsten drücke ich gegen Gold. Also halten wir uns nicht lange mit dem Training auf. Dann mal los. So, was muss ich jetzt machen? Drücke die Tasten, um deinen Gegner zu überwinden. Okay. Ist relativ easy. Gewonnen, was kriege ich jetzt? Gut gemacht. Drücken wir eine Runde. 300 Gold, okay. Drücken wir eine Runde. Na, dann wollen wir mal. Da du dir deiner Sache ja sicher zu sein scheinst, war's das auch mit dem Training. Ab jetzt geht's um die Wurst. So, jetzt muss ich mich echt konzentrieren hier. Bansch, da waren die 300 weg und ich hab's gewonnen, eventuell. Ja, haben wir. Was krieg ich denn jetzt? Gut gemacht. Und weil mich hier noch keiner geschlagen hat, hast du dir das Gold verdient. In Zukunft suchst du dir wohl besser einen anderen Gegner. Bei mir gibt's nichts mehr zu gewinnen. Schade, ich hätte jetzt echt gedacht, dass man das öfters machen kann. Aber leider wohl nicht. So, hier kann man sich dann also später besaufen, wenn man Bock dazu hat. Aber im Moment ist hier keiner. Rezept für den Rum. Ich könnte 2 Stück machen, weil ich noch 2x Zucker habe. Blutwurzel. 28 Stück, das ist auf keinen Fall eins, was, so eine seltene Pflanze ist. Von daher können wir das einfach mal investieren. So, das heißt, wir haben jetzt den ersten Armdrücken gewonnen. Wir haben Messerwerfen gemacht und wir sind auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Deswegen sage ich einfach mal, bis zur nächsten Folge. Es hat mir Spaß gemacht. Ich werde auch
noch ein bisschen weiter hier in der Stadt weitermachen, bevor wir zu den Magiern gehen. Aber ich denke mal, das wird jetzt bald passieren. Egal, ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Teil und wir sehen uns morgen. Tschüss!